Einen wunderschönen guten Morgen aus dem kalten Dinkelsbühl. Ja, ihr Lieben, heute startet die große Serie des Umbaus meines Autos, also unseres Wohnmobils. Ich bin bei Michael bei Mika Caravan und hier werden einige Sachen umgebaut. Ich werde viel bauen, ich werde hier eine ganze Zeit jetzt sein, nicht nur einen Tag. Und ich habe mir überlegt gehabt, ich werde das Ganze so ein bisschen gliedern und so ein bisschen aufteilen. Jedes Teil so ein bisschen für sich. Was wird alles gemacht? Und und dann werden es halt mehrere Teile werden, weil sonst wäre das Ganze einfach viel zu viel und viel zu groß und viel zu lang, das Video. Und so kann sich dann später jeder für sich so seinen Teil dann auch raussuchen, was ihn interessiert. Ob es dann beispielsweise Solar, hier kommt einiges an Solar aufs Auto, ist oder halt, wir fangen heute an und heute kommt eine Klimaanlage aufs Dach. Wir kriegen von Truma die Aventa Komfort. Die hatten wir auch schon auf dem Wohnwagen. Wir möchten das nicht missen. Viele sagen, ja, Wohnmobil brauchst du keine Klimaanlage, mach doch lieber ein Maxvan oder sowas. Nee, wir möchten tatsächlich die Klimaanlage haben. Wir werden die auch autark betreiben können, denn wir haben Batteriekapazität, einiges an Bord später und wir haben natürlich auch einiges an Solar auf dem Dach. Also da könnt ihr auf jeden Fall mal gespannt sein, was da kommt. Wie gesagt, das wird dann in den einzelnen Teilen sein. In diesem Teil soll es halt tatsächlich darum gehen, wir bauen die Klimaanlage auf und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein und dann gucken wir mal, denn wir haben jetzt eben schon mal so ein bisschen geguckt, wo sie hinkommt und dann nehme ich euch jetzt einfach mal mit. Da steht er nun in der Halle. Detlef ist schon oben auf dem Dach, da im Karton, da liegt auch noch meine Klimaanlage. Wie gesagt, Aventa Komfort. Damit waren wir super zufrieden. Was total wichtig ist, dass man bei dem Luftverteiler auch definitiv den Dichtrahmen macht. Hier ist schon alles ausgelegt. Und wie gesagt, hier wird sie hinkommen. Und jetzt zeige ich euch mal was. Gehen wir mal nach oben. Der Detlef ist fleißig am Anzeichnen. Ich male. Er malt. Das Dach ist so jungfräulich, das ist schön. Und dass wir jetzt eben festgestellt haben, dass da tatsächlich alles vormarkiert ist, ist natürlich super. Da hat man natürlich einiges an Aufwand gespart. Weil so weiß man genau die hundertprozentige Positionierung. Ich persönlich würde mich das ja nicht trauen, deswegen habe ich zu Michael gesagt gehabt, ich mache ja viel am Wohnmobil selber. Aber ein Loch ins Dach in der Größe, nee. Das überlasse ich den Profis. Doofies? Nee, ganz ehrlich, also Detlef, ich mache ja echt alles, ne, so quasi. Aber das ist so eine Nummer, das habe ich gesagt gehabt, habe ich noch nie gemacht. Ihr habt es schon gemacht und deswegen habe ich gesagt, okay, das lasse ich machen. So, wie gesagt, jetzt bin ich mal gespannt. Erstmal anzeichnen und dann gucken wir gleich mal, wie es weitergeht. Stunde der Wahrheit. Guck mal, schön abgeklebt. Ein großes Loch. Und der ganze Dreck fällt schön hier rein, ohne dass man das Auto versaut. Detlef hat das schön abgeklebt. Und wir haben ein großes Loch im Dach. Wobei das andere wird größer. Ah, sehr cool. Leute, ich hätte ja so Angst. Aber wir haben echt viel gelassen. Ich hoffe, ihr hört mich jetzt überhaupt. Nächste Loch. Die Löcher werden größer.
höher wird. Krass. Da sieht man mal, wie dick die Isolierung ist, ne? Ja. Schon ordentlich. Wahnsinn. Wie gesagt, wir sägen mal weiter und wenn das Loch fertig ist, dann hole ich euch wieder dazu. Loch ist geschafft. Und was total cool ist, seht ihr das Schwarze? Das ist der vorbereitete Rahmen, den Adria schon im Dachhimmel drin hat. Für die Verstärkung logischerweise, für eine Klimaanlage. Und die konnte man eben total cool von außen halt sehen. Da seht ihr, wie genau der Detlef gemessen hat. Da seht ihr in dem Styrodur, da scheint der genau durch. Also wirklich genau in dem Rahmen drin, wo auch die Verstärkung ist. Weil sonst müsste man nämlich da noch so Holzleisten einarbeiten. Sonst würdest du logischerweise so das Dach zusammendrücken, wenn du die Klimaanlage verschraubst. Aber die haben hier clevererweise tatsächlich schon alles vorbereitet und genau diesen Rahmen da reingemacht. Und eben, wo das Dach, wie gesagt, nass war und dann hier drinnen es warm wurde, konnte man genau sehen, wo der Rahmen ist. Da konnten wir uns dann super dran orientieren. Ihr seht auch diese Querleisten, die hier durch das Dach gehen. Ich hoffe, das kann man da so sehen. Warte mal, da so, die nach da geht. Auch da, die hört dann nämlich genau an dem Rahmen auf. Also das ist super. Was Adria ja noch cool gemacht hat, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das euch eben schon gezeigt habe. Die sind sogar hingegangen und haben schon einen Kabelkanal durch die Decke gezogen. Also mit der Vorbereitung direkt durch, bis da hinten hin. Mega. Also das ist richtig cool. Ja, wie gesagt, hier sind schon die Kabel, die ich schon vorkonfektioniert hier reingelegt habe. Ich werde mal gucken, ich werde zwischendurch auch mal ein paar Bilder einblenden, weil ich kann jetzt logischerweise auch nicht die ganze Zeit hier alles haarklein filmen, aber ich wollte euch auf jeden Fall mitnehmen, was wir hier veranstalten. Treppe hoch. Tada! Mega! Also es klappt auch wirklich gut. Also ganz wichtig, ne? Der Dichtrahmen darunter, den sollte man immer darunter haben, dass das wirklich dicht ist. Wird schön dann einfach mit Dekalin eingesetzt und ja, Klimaanlage sitzt. Richtig cool. Mit dem Ausschnitt ist natürlich eine mega Erleichterung. Dadurch ist das super. Oder Detlef? Mit dem vorgefertigten Rahmen da drin ist natürlich super einfach. Also bis jetzt ist es perfekt. Ne? Also das ist richtig cool. Das Ganze schön festgezogen, nach unten gezogen, verspannt, angeschlossen. Hammer. Hier sieht es richtig wüst aus. Richtig nach Arbeit. Ja, wie gesagt, jetzt laufen lassen können wir sie leider heute noch nicht, weil die Elektrik dafür noch nicht fertig ist. Aber ich zeige euch dann nachher nochmal, wenn der Luftverteiler auch dran hängt. Hammer. Klimaanlage hängt. Super. Also richtig, richtig cool. Wie gesagt, ich bin so viel am Hantieren hier und am Machen und am Tun. Aber ich wollte halt einfach so kleine Videoschnipsel dann immer machen, so von wegen Einbau und nicht jetzt jeden Handgriff logischerweise. Kabel ist wie gesagt jetzt im Schrank und nicht, wie es manche tatsächlich machen, oben über die Decke legen. Leute, mit Kabelkanal, wer macht denn sowas? Also ganz ehrlich, wenn du kein Werkzeug hast, um sowas zu machen, ich meine, wir hatten jetzt hier das Glück, dass der Kabelkanal schon war, aber ansonsten hätte man halt ein Loch gebohrt durch die Decke in diesem Styrodur und hätte dann da das Gute gehabt. Also so sitzt die natürlich mega. Ja, wie gesagt, hier sieht es katastrophal aus und ja, da draußen liegen meine Solarmodule. Das gibt's aber im nächsten Video. Also ihr Lieben, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Da verteilen wir dann die Solaranlage.